Herr George, nicht mehr. Wie war sein Name? Jimmy McLaw, ein englischer Geschichtskritiker, der sich lange Zeit mit den Templern beschäftigt hat. Warum hast du ihn überhaupt eingeweiht? Weil er mir Insider-Informationen rund um den Orden gegeben hat. Hast du ihn persönlich getroffen? Nein, das habe ich immer vermieden. Es hätte schließlich eine Falle sein können. Wir haben uns via E-Mail unterhalten. Er hat dich also nie persönlich gesehen und auch nicht deine Stimme gehört? Ja, er hat keines von beiden. Meinst du, er hat dich verraten? Das ist gut möglich. Vielleicht sollte ich ihm mal einen Besuch abstatten. Das halte ich für keine gute Idee, George. Die Templer haben überall ihre Finger mit drin. Warum also nicht auch bei McLaw? Wir können diesen verrückten Neo-Templern doch nicht einfach tatenlos das Feld überlassen. Wer weiß, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Hm. Wo kann ich Jimmy McLaw finden? Er hat ein Landhaus in York, England. England, hä? Da war ich noch nie. Und nebenbei bemerkt hat es schon was zu bedeuten, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, den ich noch nicht besucht habe. George, gib bitte nicht an. Ist doch so. Wo kann ich diesen McLaw eigentlich finden? Wie gesagt, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch so wie mir André erzählt hat... Dann finden wir ihn nie. Kannst du die Rivalität zu André nicht mal für eine Minute vergessen? Nicht mal für eine Sekunde. Naja, vielleicht solltest du in der großen Stadtbibliothek von York anfangen. Da McLaw, laut André, ziemlich viel liest, müsste man seine Adresse in der Kartei ausfindig machen können. Nimm nach deiner Ankunft am Flughafen einfach einen Stadtplan mit. Darauf müsste die Bücherei zu finden sein. Werde ich machen. Okay, George. Pass aber auf dich auf. Ich melde mich sofort, wenn mein Flieger in York gelandet ist. Okay. Jetzt dürfen wir nach York, England fliegen. Na, das wird ja interessant. Erst Paris, dann England. Was kommt als nächstes? Okay, schauen wir mal. Vermute ich mal, wir müssen an den Flughafen oder irgendwas. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Ach, da guck mal, Flughafen. Das ist die Stadtkarte von York. Ich bin hier. Und dort drüben ist die städtische Bücherei. Ah, guck mal. Bibliothek. Heute scheint nicht viel los zu sein. Was hämmert hier denn so? Als ich meinen Kopf dem viktorianischen Schreibtisch zuwende, erkenne ich die Quelle dieses unausstehlichen Geräusches. Eine Bibliothekarin traktiert die Tastatur ihres Computers. Ich hasse Computer. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht mit diesen Geräten umgehen kann. Na denn. Sie schreibt auf ihrem Computer. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Ich brauche eine Auskunft über eines Ihrer Mitglieder, Jimmy McLaw. Das geht leider nicht. Wieso nicht? Weil wir nicht einfach Daten unserer Mitglieder wildfremden Leuten geben können. Datenschutz, Sie verstehen? Das verstehe ich schon. Aber ich bin kein Fremder. Sind Sie nicht? Dann sind Sie sicherlich Michael Burns, den Mr. McLaw als seinen besten Freund angegeben hat. Nein, ich bin nicht Michael Burns. Wenigstens haben Sie nicht gelogen. Ich habe den Namen nämlich frei erfunden. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Es ist ziemlich wichtig. Leider nein. Was schreiben Sie denn da ununterbrochen an Ihrem Computer? Das geht Sie nichts an. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Das war doch nur ein Scherz, Sir. Meine Mutter hat mir immer gesagt, sei freundlich und lustig zu den Leuten. Ja, sehr lustig. Hören Sie auf, mich zu veräppeln. Tut mir leid. Ich habe Sie schon wieder reingelegt. Hören Sie auf damit. Okay, ich habe verstanden. Sie haben keinen Humor. Doch, den habe ich. Ich kann sehr wohl witzig sein. Warum klettert eine Blondine eine Glaswand hoch? So ein Kerl hat mir diesen Witz vor dem Eingang erzählt. Finden Sie solche Witze nicht auch diskriminierend? Nun ja, wechseln wir lieber das Thema. Heute scheint nicht sonderlich viel los zu sein. Da haben Sie recht. Das liegt aber daran, dass Revolution Software, eine sehr bekannte Computerfirma, heute eine öffentliche Vorstellung ihres neuen Computerspiels gibt. Es heißt Baphomets Fluch. Kennen Sie das? Nein.
Und ehrlich gesagt hört sich das auch irgendwie eigenartig an. Ich glaube, das Spiel kommt bestimmt nicht gut an und verschwindet nach ein paar Wochen wieder in der Versenkung. Nee, nicht kennen ganz. Sie sich mit den Templern aus? Nur ein wenig. Das war doch diese Popgruppe, die Anfang der 60er für Furore sorgte. Sie wissen schon, die mit den Pilzköpfen. Nein, die Gruppe, die Sie meinen, waren die Beatles. Die Templer sind eine Art Ritterorden, deren Nachkommen in der heutigen Zeit schon einmal versucht haben, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sie glauben mir nicht, stimmt's? Nicht wirklich, Sir. Na dann, auf Wiedersehen. Alter. Auf Wiedersehen. Die Popgruppe hier. Gott bewahre, den packe ich doch nicht ein. Okay, was kann man hier machen? Da geht's runter. Eine Bücherwand, ein paar Tische. Ein Student. Er wirkt unkonzentriert und nervös. Entschuldigung. Ja? Mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Ah, hi. Ich heiße David. Hi, David. Sag mal, David, ist die Bibliothekarin da vorne immer so komisch drauf? Sie meinen Mrs. LeRoy? Nicht immer. Nur heute hat sie einen schlechten Tag. Ihr Computer, den sie behütet wie ihr eigenes Kind, ist zweimal abgestürzt. Das hat sie total aus der Fassung gebracht. Seitdem muss sie unglaublich viel Arbeit nachholen, was vielleicht erklärt, weshalb sie ihre Tastatur fast schon vergewaltigt. Warum ist der Computer abgestürzt? Weil irgendeine Leitung im Keller der Bibliothek verrückt spielt. Dauert mindestens eine Stunde, bis das wieder repariert ist. Und zu allem Übel muss die gute Mrs. LeRoy mit ihren 42 Jahren die Arbeit noch selber machen. Habt ihr hier keinen Techniker? Der ist auf einer Präsentation, irgendwas mit einem Computerspiel. Verstehe. Hör mal, David, kannst du mir sagen, wo ich den Keller der Bibliothek finde? Was wollen Sie denn im Keller? Ein paar Sachen erledigen. Die Treppe runter, die zweite Tür rechts, dann wieder links und dann den Gang entlang. Vielen Dank. Alleine hätte ich das nicht gefunden. Jetzt weiß ich, wohin die Treppe verläuft. Sagt dir der Begriff Templer irgendetwas? Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich studiere Tierwissenschaft. Und die haben doch sicherlich nichts mit Tieren zu tun, oder? Doch, eigentlich schon. Ein Wiesel und ein Gorilla arbeiten für Sie. Ein Wiesel und ein Gorilla, sagen Sie? Wie denn das? Das ist eine sehr lange Geschichte. Okay, ich habe sowieso nicht viel Zeit. Meine Hausaufgabe muss bis nächste Woche Montag fertig sein. Und ich habe noch nicht einmal die Hälfte. Kopf hoch, das wirst du sicher schaffen. Ich habe da so meine Zweifel. Okay. Huch. Ein Ball. Ah, ist das ein Freaky? Wer weiß, wofür ich den mal gebrauchen kann. Wer weiß. Okay. Gut, aber Bücherwand, da wird aber nicht viel gehen. Mal gucken, ob wir runterkommen überhaupt oder ob die uns jetzt aufhält. Ah, wir können tatsächlich runter. Fußballtrikot. York United steht da drauf. Ach, guck mal, eine Notiz. Huch. Structure of the electric box. Dieser verdammte Schaltkasten. Der Typ, der dieses Ding konstruiert hat, muss eine Schraube locker haben. Betriebsanleitung war natürlich auch keine dabei. Nur diese nutzlose Skizze. Lies. Okay. Was ich bis jetzt über die Notabschaltung herausgefunden habe. Erstens, die Schalter müssen in aufsteigender Reihenfolge gedrückt werden. Die Nummern des zweiten und dritten Schalter ergeben zusammen 7. Nicht wirklich, aber okay. Die Nummer des letzten Schalters ist ungerade. Ach je, das sollen wir zusammenkriegen hier. Okay, ja, ich hab die Notiz, so, ne? Hallo? Hallo? Ach eben. Verflixt, er klemmt. Mit bloßen Händen bekomme ich ihn nicht auf. Und dann noch ein Schraubenzieher dabei. Ja, so müsste es. Ja, dann mach mal. So. Also. Not used. Schalter 1, 2, 3, 4, 5. Müssen in aufsteigender Reihenfolge gedrückt werden.
ergibt 7. Okay. Ich probiere jetzt gerade mal durch. Ich habe den... Oder warte mal, können wir... Die Notiz. So. 5 Schalter und da ist einer. Die Schalter müssen in aufsteigender Reihenfolge gedrückt werden. Die Nummern des zweiten und dritten Schalters ergeben zusammen 7. Die Nummer des letzten Schalters ist ungerade. Zwei und drei gibt 7. Und 7 ist eine ungerade Zahl. Wäre ja zu schön gewesen. Geht auch nicht. To turn off the power. Funktioniert auch nicht. Ich probiere jetzt gerade alles durch hier. Geht auch nicht. Funktioniert alles nicht hier. 2 und 3 ergibt 7. Jetzt ist eine ungerade Zahl. Hä? Ah, ich kapiere diese Scheißnotiz ganz und gar nicht hier. Aufsteigende Reihenfolge. Das ist die aufsteigende Reihenfolge. Der zweite und dritte geben zusammen 7. Wollen das funktionieren? Sieben. Das wird nicht funktionieren. Okay, probieren wir es nochmal von vorne durch. Und zwar alle Kombinationen, die mir jetzt einfallen. Allzu viele sind das nicht, aber immer 3 Schalter haben müssen. So, so, so. Geht nicht. So passiert auch nichts. Achso, nee, muss ja eine aufsteigende Reihenfolge sein. Das heißt, wir haben gar nicht viele Möglichkeiten. So. Ich kapier das überhaupt nicht. Das ergäbe jetzt 7, aber 2 und 3 gibt ja schon 7. Das sind 7. Der letzte muss eine ungerade Zahl sein. Ich kapiere das ganz und gar nicht hier. Aber hier gibt es sonst auch nichts, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. Hat das was zu bedeuten? Ist der unterste Schalter vielleicht eine 7? Warte mal. Ach, den kann man ja gar nicht drücken dann. Der und der gibt zusammen 7, stand in der Zeichnung. Das funktioniert aber nicht. Geht auch nicht. In the correct order to turn off the power. Ja.
In der richtigen Reihenfolge müssen wir sie wählen. Aber ich kapiere diese Notiz überhaupt nicht. Kapiere die keinen Meter. Kannst du vergessen hier, das kriege ich nicht zusammen. Die Schalter müssen in aufsteigender Reihenfolge gedrückt werden. Die Nummern des zweiten und dritten Schalters ergeben zusammen 7. Die Nummer des letzten Schalters ist ungerade. Hier haben wir 5 Schalter und da haben wir einen. Der zweite und der dritte Schalter ergeben zusammen 7. Was schon mal nicht stimmt, aber okay. Die Nummer des letzten Schalters ist ungerade. Funktioniert nicht. Man muss aber 3 Schalter drücken. Das funktioniert alles nicht hier. Ich bin verzweifelt. Haben wir es endlich aus Paris rausgeschafft und jetzt hängen wir in England fest hier. Ist doch Wahnsinn hier. Okay, ich glaube, das bringt so gar nichts hier. Ich mache jetzt mal ein Aufnahmepäuschen. So. Lass mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Vielleicht habe ich irgendwie noch eine Intuition oder ich bin einfach nur zu müde, keine Ahnung. Der 9er und der 14er sind ja umgekippt. Na ne, gut, das bringt nichts. So, gespeichert. Hallo? Ah ja, da. Gut, dann war's das für diese Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder zu Baphomets Fluch 2. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.